So, heute ist Sonntag, der 2. März 2014. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich heute in Schleswig-Holstein und das bedeutet natürlich, wir wollen den höchsten Punkt oder den höchsten natürlichen Punkt Schleswig-Holsteins erklimmen. Und das ist der Bunksberg. Irgendwie was mit 160 Metern hoch. Da vorne sieht man schon einen Fernmeldeturm. Da in der Nähe muss das sein. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Da kommt ein Auto, ist ja unglaublich. Okay, dann erstmal viel Spaß. Ja, der breite Weg führt hier schön durch einen Buchenmischwald. Das ist hier der Fernmeldeturm. Die Sonne verschwindet jetzt leider ein bisschen. Aber mal gucken. Vielleicht lacht sie uns nochmal. Und da hinter den Bäumen ist noch eine Art Turm. Die Tür scheint verschlossen. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist alles nagelneu hier. Aber noch unbewohnt, sozusagen. Was steht da? Erlebnis Bunksberg? Ich schätze, da kommen wir nicht hoch. Jetzt nochmal von dichten. Elisabeth-Turm heißt ja. Okay. Da ist noch Studien hier. Ja, man kann das aber schon erahnen. Das wird mal richtig schick hier. Und da vorne ist der Gipfel. Da ist sogar was los. So, nun sind wir am höchsten natürlichen Punkt Schleswig-Holsteins. Hier weht eine Brise. Und guckt euch das hier mal an. Hier gibt es einen Skilift. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist das die nördlichste Skipiste in Deutschland. Es war ein wenig riesig, wolkig. Laut Wikipedia wäre es bei schönem Wetter möglich, bis zur Ostsee zu gucken. Das bleibt uns heute verwehrt. Da ist auch der Gipfelstein, aber der ist gerade blockiert. Ich meine sogar gelesen zu haben, dass hier im Winter eventuell sogar beschneit wird. Möglicherweise ist das der Wasservorrat dafür. Kennt man ja aus Alpen. Thank you.
Sonne raus. Ja, schade, ne? Steht nichts drauf. Schwenk zurück zum Bungsberg. Also möchte ich mich wieder von euch verabschieden. Hier vom höchsten Punkt Schleswig-Holsteins. Ja, und hoffe, wir sehen uns dann bei einem der weiteren Videos. Mal wieder. So, hier geht es dann nur raus. Okay, das soll es dann wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.